Evet usta. Oğlum bu işler niye bitmiyor? Vallahi usta bitmiyor çünkü patron sensin. Sayfak. Tamam da buranın sorumlusu da sensin beyefendi. Yok Allah kabul edemem. Hadi ben gidiyorum. Dışarı bana baksan. Fünfzehn mit Arbeit arbeiten hier. Polnische Nationalität, Deutsche mit türkischer Hintergrund, aus Afghanistan, aus Syrien, aus der Türkei. Wir haben richtige Deutsche, christliche Bulgaren und wir haben muslimische Bulgaren. Aber es sind ganze Menge und das ist gut so. Mein Name ist Ömer Akdoğan. Geboren bin ich in Antakya. Mit 10 Jahren kam ich nach Berlin. Burası bizim tamirhanemiz. Gördüğünüz gibi çok dolu. Genellikle Mercedes yapıyoruz. Gel seni gezdireyim bizim oralarda. Benim arabam Mercedes, Mercedes. Mein Name ist Vincent. Ich bin 28 Jahre alt. Jetzt bin ich rot geworden. Jetzt kannst du nicht mehr rüber, aber jetzt geht doch nicht mehr. Ich arbeite seit knapp 14 Jahren hier in dem Betrieb. Ich habe meine Ausbildung damals hier gemacht, 2007. Ja, und seitdem bin ich hier. Am Anfang war ich der kleine Mechaniker. Jetzt führe ich so die Werkstatt hier ein bisschen so, leite hier alles. Versuchen hier alles mit den Meister zusammen zu organisieren. Ich bin hier groß geworden, ist meine Heimat hier, diese Werkstatt. Ich habe alles in die Gruppe geschickt. Da ist der Lobwagen. Da, wo der Kofferraumdichtung ist, orada şey, paslanmış. Tamam mı? Bu araba çok iyi bir müşterim. Onun için çabuk bitmesi lazım. Onu bir zahmet Pavel'e yap. Şehrimde turluyorum altında bir Merso. Görünce beni selam çakar mahallede her dost. Açarım müzik son ses zaten akıp gider her yol. Gözümde gözlük altında beyaz havalı Merso. Tabi bunu duyan herkesin aklında tek bir soru var. Piyancılardan... Pavel'e gidiyorum. Çünkü o araba çok önemli, onu bitirmesi lazım. Acaba bakacağım ne durumda araba, bitirebilecek mi bugün? Dinamo no. Ah, Dinamo. Dinamo. Zwei Stunden dran. Wenn man das sach- und fachgerecht machen will, muss man das so machen. Aber man bekommt keine Teile, Ersatzteile mehr. Ist zu alt, aber. Piyancı nereden buldu para, rapçi sonuçta. Ich soll da die Lichtmaschine tauschen und ich soll also die Lichtmaschine ausbauen. Und ich wurde Meister abgeben, dass Meister ihn neu bestellen kann. Ich bin Omid Khasapur, komme ich aus Afghanistan. Ich bin 28 Jahre und bin seit 4 Jahren nach Deutschland gekommen. Ich war als Schuhmacher, ne, habe 8 Jahre ungefähr gearbeitet, Damenschuhe. Ich bin hier nach Deutschland gekommen, dann habe alles probiert, was man also machen kann. Dann habe eine Woche, glaube ich, Praktikum gemacht. Ab dort neue arbeite ich und ich bin schon krass. Kaltet mich auch daran, ich weiß schon. Mach mal diese Auto hier weg. Hier hält, aber hier ist schade, Meister. Hier hat wieder dieses Spiel. Es ist nicht einfach verloren. Der passt gar nicht. Guck mal. Falsche Lichtmaschine. Das nimmst du bitte. Gibst du Reisberg. Ja. Und die andere Lichtmaschine auch. Als Muster bitte, ja? Was machst du denn gerade? Wir haben hier gestern die Ansaugkrümmer links, rechts ausgebaut gehabt, um den Ölkühler zu tauschen. Und ja, da hat er, glaube ich, etwas vergessen einzubauen und das beseitigt er noch. Dann ist der Wagen auch schon fertig und auch wieder rollbereit. 1994 habe ich eigentlich damals angefangen mit so einer kleinen Tiefgarage. Nicht? Habe ich meine eigenen Taxen repariert. 2014 stand fest, dass unsere Werkstatt, wo wir vorher waren, verkauft wird. Ich habe durch Hilfe von meiner Tochter Architekten gleich mit Pläne bin ich reingekommen, so 1 Meter Plan abgegeben, wie die Werkstatt sein soll. Und seitdem sind wir hier. Ich gehe schon über 20 Jahre hierher, so lange kenne ich schon oder immer. Schon noch in einer anderen Werkstatt und daher bleibe ich hier und hier auch hierher. Ein ganz billiges, schnell und noch gutes. Wo ist der denn? Zur Mercedes brauche ich nicht gehen. Und bei der Taxe kennen Sie ihn eigentlich. Leider. Erst bin ich immer zu ihm gegangen, jetzt kommt er immer zu mir. Ja, er holt sich das Geld jetzt wieder. Oh, wach. Üç kız kardeşim. Sprich mal Deutsch. Was möchtest du? Guck mal, meine Geschwister, schon 40 Jahre zurück, die können immer noch Deutsch. Ich liebe dich, Meister.
Älteste Schwester oben, die anderen sind die Kleinen. Mein Herzlein. Hadi görüşürüz. Ich bin hier geblieben, als Einziger. Vater hatte Heimweh 1977. Er hat drei von meinen Geschwistern genommen, und ist, nee, zwei von meinen Geschwistern genommen. Die, damals waren sie klein. Und mein Bruder auch. Ist rübergegangen. Mutter 1980. Und ich bin alleine geblieben hier. Los, vergeht die Zeit. Praktikant. In Deutschland ist es so, dass Schüler von der Schule für 2 bis 3 Wochen befreit werden. Und so kann er feststellen, der junge Mann, will ich das machen oder will ich lieber Fotograf werden? Ich habe geholfen, zum Beispiel beim Ölwechsel die Verkleidung zu erhalten und die Schrauben zu nehmen und so. Also ich habe so kleine Sachen gemacht, um zu helfen. Willst du sowas machen? Ja, das System hier in Deutschland ist uralt. Es läuft einfach perfekt. Ich hoffe, dass in der Türkei das auch irgendwann mal eingeführt werden kann. Ich meine, man muss ja auch den nächsten Generationen die Möglichkeit geben, dass sie vielleicht sogar besser werden als wir. Merso. Tabi bunu duyan herkesin aklında tek bir soru var. Piyancı nereden buldu para, rapçi sonuçta. Artık eskisinden farklı. Leute, Teile sind da. Na, jetzt ist er wichtig. Ladestrom war zu tief. Also die Kohlebürste war schon fertig. Und deswegen bauen wir neue Generatoren und berufen wir wieder. Ich bin Pavel Badinski, ich bin Karosseriemeister, hat 20 Jahre Arbeit mit diesem. Morgen muss Gummi machen, Dichtmasse ganze. Und diese Dichtmasse trocknen, dann lackieren Schwarzkolor, 040. Und dann hinter dem Kofferraum zusammen machen und ist morgen fertig. Unser Job ist schwer, sehr schwer. Ich fange meistens um 7.30 Uhr an, meistens gehe ich um 19 Uhr nach Hause. Und heute ist auch Feierabend. Heute war auf jeden Fall ein spannender Tag. Wir sind alle ein starkes Team. Ich wünsche euch einen schönen Abend, Männer. Auf Wiedersehen. Am Ende des Tages klappt alles. Wir sind alle glücklich. Und irgendwann freue ich mich auch, wenn es Feierabend ist und ich zu meiner Familie nach Hause gehen kann.